Ja, hi und willkommen. Mein Name ist DaniroLP. Boom. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Wir sind hier in der zweiten Folge. Wir haben das Spiel letztens erst begonnen. Wir haben immer noch den 4. Juli. Der Tag, an dem dieses Spiel rausgekommen ist. Wir sind immer noch im Release Date Tag. Und ja, wir machen hier ein bisschen weiter, weil ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht alle so Funktionen und so freigeschaltet. Ich habe zum Beispiel hier oben, ich nehme an, da oben ist hier meine Energie, die ich verbrauchen muss pro Tag, ne? Und die kann ja nicht die ganze Zeit auf Maximum hier sitzen, ne? Ich habe außerdem schon mal ihr Gutscheincodes nachgeschaut und gibt's schon, ne? Wegen Release und so. Kann ich aber noch nicht einlösen, weil ich noch nicht Level 5 bin, anscheinend. Habe ich gerade versucht einmal, das ist auch so was wie Honkai Star Rail und Genshin, wo Genshin Gift, Honkai Gift oder Star Rail Gift, ne? Also auch ihren Code, der heißt Zenless Gift. Habe ich eingegeben, hat nicht geklappt, weil da stand, oh, du bist noch nicht Level 5. Also ja. Schwimmen wir noch ein bisschen die Story weiter, wollte ich sowieso noch machen, weil ich habe so Gefühl, wir müssen noch hier einige Funktionen freischalten. Wir haben noch nicht mal das Gacha-System freigeschaltet bisher. Also ja, müssen wir erstmal hier weitermachen, ne? Müssen wir alle Basisfunktionen hier freigeschaltet haben. Kommen wir zum Geschäft. Wenn ich jetzt schon mal draußen bin, kann ich auch zum Kiosk gehen und Rubbellose kaufen. Ich bin gespannt, was mein Glück heute bereithält. Wo es als Geschenk für ein einjähriges Abonnement der Zeitschrift gedacht ist, besteht die Möglichkeit, etwas Gutes zu gewinnen. Wie Belle es doch schon so gesagt hat, man soll Träume in den Herzen tragen. Ist das das Gacha-System? Rubbellose? Was bist du? Warte mal, du bist doch der, mit dem ich reden muss, ne? Meister Chop. So. Okay. Dafür kam jetzt extra eine Cutscene. Du kannst jeden Tag einmal dein Glück mit einem Rubbellos versuchen. Ob ich wohl heute den Hauptpreis bekomme? Rubbeln. Knochen. Danny, 2800. Ich nehme an, das ist das Geld, ne, von diesem Spiel. Nochmal. Nein. Okay. Mein Glück scheint heute nicht schlecht zu sein. Wenn ich aber Belle davon erzähle, wird sie mich bestimmt dazu zwingen, sie einzuladen. Ich sollte mich lieber auf meine Aufgaben konzentrieren. Ja, bestimmt gehe ich zuerst zu den Nudeln, um Meister Chop nach dem Auftrag zu fangen. Und dann gehe ich in den Gadget Shop und finde Susi. Susi, Susi. Muss mich natürlich mal hier umschauen, ne, um zu gucken, ob es hier noch was anderes gibt. Belle. Oh, der Chef. Was machst du da? Ich habe einen umfassenden Wartung und Überholung Kohlenschwanz vereinbart. Die letzten Aufträge sind immer so sehr dringend. Da ist es wichtig, dass sie sich in der besten Situation befindet. Hast du schon mal daran gedacht, ein neues Auto zu kaufen? Kohlenschwanz ist die beste Begleiterin der Cunninghairs. Kann ich sie ersetzen? Und sie ist jetzt in ihren goldenen Jahren voller Potenzial, überhaupt nicht alt. Mein Fehler. Ach ja, Boss und der Köln hat ihren Kontakt bei der HIA angesprochen. Der wird uns dabei helfen, die ungefähre Position des Tresors in der Höhe zu finden. Wir werden uns wieder hier versammeln, wenn die Informationen da sind. Wenn es soweit ist, bist du wieder dran. Der legendäre Proxy Phantheon. Leiser. Oh, ich hab fast vergessen. Tut mir leid. Okay. Alles klar. Da ist unser Auto. Oh Mann. Dann reden wir mit Meister Chop. Sorry. Guck mal, was hier los ist. Ach, wie ärgerlich. Was ist los, Meister Chop? Ah, du bist es. Tut mir leid, aber ich kann im Moment keine Bestellung entgegennehmen. Und das ist alles wegen Pegasus Logistics. Die von uns bestellten Zutaten sind noch nicht angekommen. Ich habe gerade die Bestellung verfolgt. Und anscheinend haben sie irgendwie alles in der Höhle geschickt. Liegt es an einer Höhlenkatastrophe? Muss wohl, die Zutaten sind keine große Sache und ich habe bereits woanders Ersatz gekauft. Es ist nur, ich hoffe, dem armen Fahrer passiert nichts. Ich kenne nicht einmal seinen Namen, aber er ist mein Stammfahrer und ich fühle mich für ihn verantwortlich. Du kennst nicht mal seinen Namen? Ich habe bereits einen Auftrag in den Interdot gestellt, um den LKW zu finden. Ein Proxy namens Daniro hat den Auftrag angenommen. Das kann doch auch neu, daher bin ich mir nicht sicher, ob er zuverlässig ist. Du zeigst auf dich selbst. Wie, du hast den Auftrag angenommen? Du bist Daniro? Oh, ich verstehe. Du hast ein neues Konto erstellt, um gewisse Dinge zu vereinfachen. Ich war vorhin so nervös. Ich hätte direkt zu euch kommen, um nach Hilfe bitten zu sollen. Ich hätte keine Zeit mit dem Internet verschwenden sollen. Aber da du den Auftrag angenommen hast, bin ich etwas erleichtert. Dann überlasse ich es dir, den LKW zu finden.
Aber solange ich nicht sicher bin, dass es dem Fahrer gut geht, bleibt der Nudelladen geschlossen. Ich kann keine leckeren Nudeln kochen, wenn ich mir solche Sorgen mache. Boah. Okay. So, jetzt braucht Susi im Gadget Shop Herr Panda. Auf dem Tisch vor Herr Panda liegt ein Haufen bunter Münzen. Hauptsächlich Dennis und ein paar bunte bemalte Dennis. Alles klar. So, ich dachte erst, du hast auch irgendwie Katzenohren oder so. Das scheint hier normal zu sein, ne? Klein, Kleingeld. Ich will eigentlich mit dem einreden. Eiscreme Königreich. Süßigkeitsspiele waren sind im Gemischwarenladen sehr beliebt und die Spielzeuge sind von ziemlich guter Qualität. Ich sage Bell besser nicht, dass ich sie im Set hintereinander gekauft habe, nur um ein verspecktes Modell heranzukommen. So, was geht? Ja, solange ich keine Freundschaftspunkte mit euch bekomme, rede ich mit euch nicht. Tut mir leid. Zu viel Dialog wieder. Dann vernichte ich wieder meine Stimme. Du siehst wichtig aus. Okay, die Stimme hätte ich jetzt nicht erwartet. Bin ich jedermanns Uni-chan hier? Worum geht's? Ich habe gar nicht geöffnet. Was soll ich tun? Komm zum Punkt, Es gibt also ein Problem mit W-Motor. Anbi, was machst du hier? Sie stand doch noch ein paar Meter von uns entfernt. Wir reden nur über ein Spiel. Hast du schon mal von Honkai Star Rail gehört? Diese Stimme ist definitiv eine andere Stimme in irgendeinem anderen Spiel. Ein bisschen wie Allen aus Honkai Star Rail. Irgendwie nicht. Aber keine Ahnung, ich habe den schon lange nicht mehr gehört. Ich benutze ihn nicht als Charakter und so. Eine Story kam mir auch schon Ewigkeit nicht mehr vor. Ich habe zufällig einen.
社長さんが俺に一つくれるようなんだ。僕が持っていても意味がないし、アンビーがもらってくれないかい？本当にいいの？それがあれば上級エーテゲーマーとの対戦も図るわ。ペイフォーウィン。他の温度器ゲーマーとバトルに行くんだね。うちの社長に任せて。対戦相手も一目見たら分かる。ね、ベトルカットやまふん。 Bitte den Laden und kurz darauf. Oh Gott. Der Besitzer des Gadget Shots gibt dir als Belohnung den neuesten W-Motor. Er wurde basierend auf den Waffeneigenschaften von Amis speziellen Hinblick auf die Speicherfunktion modifiziert, um die elektrische Leistung der Waffen effektiver zu steigen. Okay. Freue mich, dass es dir gefällt. 思う存分使いこなしてくれたら嬉しいな。ありがとう、プロキス先生。それと社長さん。大事にするわ。今日はその、あれ、Sachen, die wir später irgendwie brauchen. Jetzt erlehre und teste ich ihn. Tue ich damit irgendwie ihre Waffen irgendwie hochleveln? Agentenmenü. Er klingt so, oder ist eine Waffe? So Relikte oder so? Ja, das ist sowas von Dings. Okay. Ja, sind Waffen, alles klar. Enix 7 W-Motor, um das Besondere aus dem Kampf zu aktivieren. Okay, wähle verstärken. Nein, ich will auch nicht verstärken. Das ist ein 4-Sterne-Ding. Oh. Obwohl 4 Sterne ist eigentlich nicht schlecht, ne? Wähle verstärken, wenn du den W-Motor bei ihr hinzufügst. Mehr kriegst du aber nicht. Okay, können sie, nachdem sie ja sind Waffen, ich weiß. Das war mehr kriegst du aber nicht, weil ich noch nicht weiß, ob das wichtig ist oder nicht. Stoßkraft. Ah ja, so sowas von Ausrüstung, Relikte oder Artefakte in diesem Spiel. Okay. So, dein Gesichtsausdruck zu urteilen, scheinst du das Geschick meines Chefs sehr zu mögen. Das freut mich sehr. Bei der Investition in den W-Motor hat Nicole aus ursprünglich nur Geld für physischen Trost ausgegeben. Sie weiß darüber Bescheid und wir wird sicherlich froh sein. Sag dir, dass das Geld an die richtige Stelle ausgegeben soll. In Ordnung, ich werde es ja ausrichten. Pro Chef, nee, doch Pro Chef. Neben dem Kauf von W-Motor muss ich noch andere Aufgaben für den Auftrag vorbereiten. Ich gehe jetzt. Tschüss. An wie ist gegangen? Weiß, es gibt nichts weiteres, was der Chef und ich dir mitteilen müssen. Also überlassen wir ihn Angelegenheiten in unseren Laden. Ich werde mich so schnell wie möglich darum kümmern. Nachdem ich dem Chef, nachdem dein Chef sich bei dir bedankt hat, gehst du gleich schnell in die Höhle, um den verlorenen W-Motor zu holen. Denn die Dinger sind eine Menge Geld wert. Aber da so sie nichts von den Nebentätigkeiten ihres Chefs weiß, solltest du bitte vorsichtig sein, wenn du über den Auftrag sprichst. Okay. Alles klar. So, wir tun ja nach und nach alle so Funktionen hier freischalten. Also, oh, hier hast du deine Charaktere, hier hast du deine Waffen und so, ne? Sprich mit Bell den Auftrag, alles klar. Dann kann man jetzt losgehen, ne? Nehme ich an, ich muss Level 5 erreichen, damit ich Gutscheincodes einlösen kann. Das sind nur 3 Stück, aber besser als nichts, ne? So. Hast du den Auftrag schon mit Meister Shop und Susi abgeklärt? Und Ichan, du bist immer außerordentlich effizient, weiß. Als Proxys können wir uns frei in den Höhlen bewegen, was viele Menschen nicht tun können. Dennoch brauchen wir Agenten im Kampferfahren. Brauchen wir Agenten mit Kampferfahrung wie die Cunninghams, um mit den Ätherealen und den anderen Gefahren fertig zu werden. Wie üblich solltest du dich mit vertrauenswürdigen Agenten in Verbindung setzen, die dich begleiten. Jetzt kommt das Gacha-System, ne? Signalsuche, ja, da klingt sowas von nach. Okay, da klingt sowas von nach. Ja, durch die Signalsuche kannst du schnell Agenten oder W-Motoren erhalten. Im stabilen Kanal gibt es Belohnungsaktionen für Neulinge. Ja, habe ich irgendwie gehört. Irgendwie, du kannst irgendwie nach 5 Puls kriegst du irgendwie was garantiert oder irgendwie so. Schau die andere Aktion an. Schau die anderen Aktionen
Ja. So. Nach einer festgelegten Anzahl von Signalen, so kannst du den Agenten deiner Wahl erhalten. Nice. Das ist genau wie in Honkai Star Rail. Ah, nee, das ist auch. Ja, doch, das ist wie in Honkai Star Rail. Nee, erst kannst du irgendwie einen aussuchen. Anzahl von lange kannst du aussuchen. So. Na, oh, ich nehme sofort von das Katzenmädchen. Mana Nekomiya. Da. Bellebog. Das ist die zweite Stadt von Dings hier. Die man im Honkai Star Rail trifft. Ich werde so was von das Katzenmädchen erwähnen. Man kann die Charaktere ausprobieren, will ich nicht. Alter, 300 Dinger, das dauert aber noch ein bisschen, ne? Lass mich erstmal gucken, was hier alles ist. Ah, oh, das Event Gacha, das sehe ich doch jetzt schon, ne? Sie ist die Event Gacha. Dann gibt es hier bestimmt dissonante Resonanz. Ach, das ist für sie. Alles klar, ja, weil sie ist ein High-Mädchen. Ich nehme an, das ist ihre Waffe oder so, ihre spezielle Waffe. Wie viele Dinger habe ich? Da, ich habe sogar einige. Stabil, das ist die dauerhaft. Genaue Inhalte und Wahrscheinlichkeiten sowie den Verlauf für gleichartige. Nur so, so Details. Das ist nämlich mal die Standard-Gacha, ne? Lass mich mal hier reinschauen. Okay, Agenten Nekomata, Soldatin Nummer 11, Kaleda, Rina, Grace, Leaka. Und das sind wortwörtlich die Charaktere, die ich hier gerade gesehen habe. Signalan, das ist hier. Okay, da ist der Shop, alles klar, wo ich meine Dinger, die ich von der Gacha bekommen habe. Da ist der Battle Pass, glaube ich. Ne? Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört. Willkommen in Rido. Hm. Das war der Prox. Beginnt mit einem Picknickkorb. Ja, zum Schlendern und Erkunde in ein Wahlpaket. Eins von vier W-Motoren von Rang A. Wenn sie gehen und original. Okay, solange ich keinen Charakter bekomme dadurch. Nein, danke. Das heißt, wir können schon mal Gacha spielen. Cool. So, wo komme ich noch mal zu dem Dings hier? Da, Agenten auswählen, ne? Ja, das sind alle die Charaktere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Lyrkorn, Nummer 11, Mana, Bellebog, Koleda, Alexandrina. Ja, das sind, das ist die Standard-Gacha. Das heißt hier, gucken wir mal, ne? Nur 5 mal möglich. 20 Rabatt für 10 Signalsuchen. Das ist sozusagen hier, wenn man das Spiel beginnt, dann tut die Standard-Gacha ein bisschen weniger kosten, ne? Nur einmal möglich. Rang S-Agenten garantiert in 50 Suchen. Aber dann kriege ich ja noch gar keinen. So, Rang A-Signal, bist du garantiert in 10 Suchen. Alles klar. Wird das hier auch getrackt hier, damit ich mir halt nicht selber merken muss. Na gut, gehen wir da rein, ne? Wenn wir irgendwas bekommen, ne? Irgendwie einen anderen 4-Sterne-Charakter, ne? Ich nehme mal natürlich auch mit Sternen und so geregelt, ne? Hm. Aber die eine ist ein 4-Sterne-Charakter, die blaue. Sieht auch cool aus. Ja, aber dann spielen wir, oder soll ich mir aufbauen? Ich weiß, was ich bewahre mir halt noch auf, ne? Ich bewahre mir das noch auf, machen wir es ein bisschen weiter, mal was am Ende, ne, damit ich was habe, auf was ich mich freuen kann, ne? Obwohl, ich bin gerade am Anfang des Spiels, von daher. Jeder Charakter ist noch auf Level 1 und so. Deswegen lohnt sich das eigentlich jetzt hier noch so. Gut, ich kann zweimal die Gacha spielen. Mit reduziertem Preis. Dann los geht's, ne? Signalsuche. Los geht's. Okay. So, B, A. Okay. Ja, ich verstehe. A ist dann sozusagen der 4-Sterne-Gegenstand, ne? Und alles andere ist Müll, ne? B-Engine B. Ich glaube, die werde ich ein paar Mal hier sehen, ne? B-Engine B. Turbulenz Revolver. Okay. Okay, mal echt nur die Sachen dann hier. Das sind halt die Waffen, ne? Nehme ich an. So, ich weiß nicht, was davon jetzt hier 4 Sterne ist, aber nicht. So, das war 4 Sterne. Füllhorn. Nein, ich möchte mal einen Charakter bekommen. Hm. Was denn das? Ich hätte einen Charakter. Ich meine, ich habe einen Charakter, aber so, da guck mal, da steht sogar hier. So, 50 Dinger, da werde ich doch noch nie im Leben erreichen. Na gut. Nochmal, Charakter bitte. Ich habe eine Chance auf 5 Sterne, Dings. Wow,
Okay, mein Controller ist am Durchdrehen. Ich habe gerade S bekommen. Ist das gut? Sein Charakter, ein 5-Sterne-Charakter. Das wäre natürlich super. Komm mal. Oh, eine Waffe. Das ist wie so GLaDOS hier. Diese Dinger in Portal irgendwie. So, wie Engine B. Ja, diese Might, die war ja auch auf so ein Ding, ne? Yay! Das ist. Ich sehe 5-Sterne-Charakter. Hey, jawohl. Mache ich gar nicht die andere Gacha spielen. Und das war nämlich der einzige Grund, warum ich die spezielle Gacha hier gespielt hätte. Um sie zu bekommen. Aber jetzt habe ich sie so bekommen. Ich habe ein Dings bekommen, 5-Sterne-Charakter. Hey, eine Sekunde. War sie in 5 Sterne? Ja, das ist sie. Hier. Sie ist das. Cool. Ich habe schon nach 2 Ziehungen habe ich schon Dings bekommen. Geil. Und nach 30 weiteren kann ich mir noch einen aussuchen. Und ich könnte mir sie auch noch aussuchen. Geil. Yay. Ist das ein gutes Zeichen oder was? So. So, jetzt habe ich 2. Jetzt habe ich 2 Mates hier. Die ich hier. Direkt freischaltet ab. So. So und oh Gott. Da muss ich alles hochleveln, ne? Das mache ich alles offscreen. Ich mache das so wie in Genshin und in. Ich nehme an, das sind alles Sachen, die haben feste Werte, ne? Durchschlagsrate, ne? Das sind die Waffen. Das sind die Waffen. Ne? Das sind so wie die Lichtkegel in Honkai. Das sind so wie die Waffen in Genshin, ne? Die haben alle immer die gleichen Werte, ne? Das heißt, die will ich alle wahrscheinlich ein. Ich will die alle immer so weit wie möglich hochleveln. Ne? Also ich will zum Beispiel den hier nehmen und kann ich von ihm was verstärken. Sehr cool. So, sie für eine Waffe. Cool. Kann auch eine Maske aufgezogen. What? Okay, je nachdem von wo man kommt hier. Oh, cool. Ne, sie hat wieder genau gleiche. Die anderen eine spezielle Animation, wenn man hier wechselt. Cool. Ich sag schon mal jetzt, welche Charaktere mich alle interessieren. Sie. Hm. Hm. Voll ähnlich aus die beiden. Ben. Sie. Interessiert mich im Moment noch. Cool. Ich hab schon 5-Sterne-Charakter bekommen. Wow. Okay, ja, ich habe hier Daily Dings habe ich hier gerade mal gemacht, ne? Auf Screen. Inzwischen bei HoYoLab angemeldet. So, ich weiß immer noch nicht, was diese Dinger sind, die ich hier. Was brauche ich hier für Dinger? Diese Schallplatten, ne? Diese. Wie nennt man die? So Filmrollen brauche ich, alles klar. Okay. Gut, jetzt haben wir ein paar neue Charaktere. Um die Ausrüstung und so werde ich mich jetzt noch nicht kümmern, ne? Wird schon nicht so notwendig sein im Moment, ne? Machen wir ein bisschen weiter, ne? Ich mache das alles nach dem Part, ne? Ich nehme an, da wird alles hier so sein. So, du musst dieselben Waffen in dieselbe Waffe reinpacken, um deren Wert zu erhöhen, deren Effekt und so, ne? Also wie in Genshin und Honkai, da mache ich alles offscreen, ne? Wäre schon irgendwie geregelt zu bekommen, ne? In einem unbekannten Reich in der Höhle für die wird ein Weg innerhalb des Hundes zusätzlichen Kampfauftrag, der Kampf zum W. Ausstehende Aufträge 2.
So. Da ist die Story. Handlungsauftrag. Kann ich das überhaupt machen? Nö. Kampfauftrag. Logistischer Molleur. Was bekomme ich hier? Was ist meine Belohnung hier? Das hier unten? Stromversorgerpulle. Ich weiß gar nicht, wofür das alles ist. Wir sitzen 235 von 475. Ach, das sind Erfahrungspunkte, ne? Also ich kriege ja alles auf einmal. Das kann doch irgendwie nicht sein. Wird ein Agenten 600 Erfahrungspunkte. Virtuelle Währung für... Ne, da brauche ich für diesen Inter. Ach, das ist hier mein Konto-Level, ne? Also wo ich gerade Level 4 bin, ne? B-Motor, das ist für Waffen, das ist für das Geld. Was ist das hier? Das ist hier für Gacha, ne? Diese Dinger. Ne? Also ich kriege ja einfach alles auf einmal, anstatt hier irgendwie nur eine festgeregelte Sache. Gut. Tun wir mal unsere Charaktere ausprobieren, unsere neuen. Hör mal sie. Dieser Auftrag ist relativ gefährlich, also musst du zuerst einige Vorbereitungen treffen. Lass uns Agenten mal hochstufen. So. Okay, jetzt kommt die Agenten hochstufen. Dann haben wir auch schon erklärt hier. Ah ne, Waffen hochleveln haben die gemacht, ne? So, nach oben drücken. So, dann ist das wenigste, ne? Dann ist das meiste, ne? Ja, ja, meinetwegen. Ich weiß noch nicht, wen ich hier benutze auf langer Zeit oder nicht, ne? Ich kann nur Level 10 erreichen, sehe ich auch gerade, ne? So, ich packe einfach Erfahrungspunkte in allen Charakteren rein, die ich wahrscheinlich benutzen werde, ne? Packen wir sie mal auf Level 5, ne? So, ich habe auch dahin gemerkt, Nicole Demara, Anbi Demara. Ja, die beiden sind verwandt, Schwesterchen, ne, nehme ich an. So, wie viel Erfahrungspunkte hast du? 50 von 600, merken wir uns, ne? Um zu gucken, ob wir überhaupt Erfahrungspunkte bekommen, ne? So. Dich benutze ich jeden Fall. Du siehst cool aus. So. Und nehmen wir dich auch mal. So, sie hat 50 von 600 Erfahrungspunkte. Mal gucken, ob wir Erfahrungspunkte bekommen. Nehmen wir die und dich. Die haben alle verschiedene Elemente. Ich weiß noch nicht, was die alle bedeuten. Sie ist, glaube ich, Eis. Und soll das sein physisch? Keine Ahnung. Egal, gucken wir mal. Gut, testen wir mal unsere Charaktere aus. Ich tue natürlich erstmal jeden Charakter außer dem 5-Sterne-Charakter benutzen, den ich gerade gezogen habe. So. Guck mal, was sie drauf hat. Sie ist der einzige Charakter, den ich überall gesehen habe. In Promotional-Videos und so was alles, ne? Wie so ein Covergirl irgendwie. Aber. Ja. So, mit dem Koffer um sich. What? Sag. Boah, was zum. Wir hatten eine Kettensäge? Wir hatten eine Kettensäge-Axt. Mal erstmal wieder gucken, wie das Spiel geht, ne? Ich weiß, ich habe erst. Sie hat einfach so einen riesen Paddel hier. Wow. Okay, wir nehmen doch schon ein bisschen Schaden hier. Da, boom. Aua. Oh mein Gott. Stand gerade R1. Ja.
So, da gibt es wahrscheinlich noch. Ich hätte vielleicht einige Waffen ausrüsten sollen, ne? Ich glaube deswegen. Deswegen sind ja gerade so schwierig, ne? Ja, ich wollte als Aufspiel machen hier, um jetzt hier nicht Zeit zu verschwenden, ne? Sieht wie Horror aus Honkai Star Rail. Die hat die ganze Zeit Schiss einfach nur. Und sie hat auch grüne Haare. Also meine Heilerin aus Honkai Star Rail. Haben wir eins. So. Okay. Ich sehe gerade, sie hat irgendwie so Flammen hat sie über ihren Dingen. Unter ihrem Dingen. Charakterbildchen. Das ist wie die Ultimate hier von dieser einen Russin aus Overwatch. Ah. Ja, ich habe vielleicht ein paar Waffen ausrüsten sollen, ne? Deswegen bin ich wahrscheinlich hier gerade so schwach, ne? Aber ich wollte halt offscreen machen, damit wir jetzt schon weiter in der Story kommen und so. Oh mein Gott. Ja, klappt noch, ne? Ich werde wahrscheinlich nicht alle Belohnungen hier so bekommen, ne? Weil ich wahrscheinlich hier da voll schnell erledigen muss oder irgendwie was, ne? Wow. Ich schau mich mit dem Puzzle. Okay, jetzt kommt noch ein Gegner, pass auf. Okay, wow, wir sind noch nicht mal fertig, ey. Oh Mann. Ja, für die nächste Mission rüste ich vielleicht ein paar Sachen aus oder die Mission ist hier vorbei. Ich glaube, ich spinne, ich muss mich auch dafür anmelden. Registrierung der Informationen der Beteiligten. Protokoll zur Verbrauchsmaterialien. Registrierung der Beteiligten. Vermögenswerte. Wow, was? Himmel. Himmel und Schweren. Ich dachte schon, da kommt ein Ethereum. Frag nach dem Fahrer. Der Pegasus-Fahrer, sind wir denn nicht für die Aufträge von Pegasus verantwortlich? Du gehörst doch gar nicht zu uns, sag mir nicht. Dass das System wieder doppelt Aufträge vergeben hat. Ich bin ja leider, ich ja schon. Du tauchst erst dann auf, wenn schon alles erledigt ist. Der Fahrer hat schon mit den ersten Gruppen von Evakuierung die Höhle verlassen. Wahrscheinlich ist er ins Krankenhaus gegangen, um sich untersuchen zu lassen. Alles klar, ich hau ab, sobald ich diese Formular ausgefüllt habe. Willst du auf mich warten oder gehen wir zusammen zurück? Nein, du hast noch einen anderen Auftrag? Na, dann ran an die Arbeit. Ich habe noch einen Haufen Arbeit auszufüllen. Lakritze, Kürbis, Schweinebauch, Wildspitze. Was soll ich als, was soll das alles bedeuten? Okay. Gut. So. So, first. Ach, war ich da zum ersten Mal. Dann kriege ich hier diese Filmkassetten. So, ich bin immer noch nicht Level 5. Na, ich kann immer nicht meine Dinger. Okay. Abschluss des Auftrags. Überprüfe. Informationen archiviert. Auch stehen der Aufträge 1. Kann ich nur einmal pro Tag machen oder so? Wodurch meine Energie hier verbrauchen? Ich habe 3 von 54. Das sieht sehr aus wie Honkai Impact hier, so das Menü. Muss ja so verschiedene Aufträge, da musst du reingehen. Ne? Du hast also nicht irgendwie so einen riesigen Ort, wo du irgendwie reingehen kannst. So, bevor wir in den nächsten reingehen, nehme ich mal, sollte man doch unseren Charakteren irgendwas geben. Fragt sich nur was, ne? So, also das sind die Waffen, ne? So, sehe ich hier, was hier gut für sie ist. Ich weiß ja noch nicht, was sie alles drauf hat, ne? Sind die auch irgendwie so empfohlen? Kann ich irgendwie Sachen sperren? Wo tut man sperren? Dreieck. Kann ich das aktuell? Ja, ich weiß. Ich will von jedem Dingen hier einen dann haben, ne? Ja, war schon gesperrt. Das sieht man nicht, weil sie halt ausgerüstet hat. Dann will ich ja von jenen einsperren, ne? Weil so mache ich dann auch in Genshin. Ich tue jede 3-Sterne-Waffe hier einmal hochleveln. Ich weiß nur nicht, was ich hier brauche. Energieregeneration, Angriffskraft, LP, ich weiß ja nicht. Muss ich mir erstmal die Charaktere alle anschauen hier, und die alle so können hier. Gott,
Kernfähigkeit verstärken. Agentenstufe 15, alles klar. Talent davor noch nicht freigeschaltet. Gott. Honka Impact war dann auch so sehr. So, das sind die Fähigkeiten. Basisangriff, ausweichen. Blinkflott, um zu wenden. Ein Blitzschnell, Sprint ausweichen. Sprint ausweichen, Schlachtteufel. Gott. Ja, hier muss ich noch ein bisschen hier für mich irgendwie mal gucken. So, physischen Schaden. Okay, sie ist physisch. Oder ist das alles? Ne, das ist alles physisch hier. Ja, das ist so wie ein Element in Honkai Star, wo es auch ein physisches Element gibt, ne? Physischer Schaden, physischer Schaden. Alles, was so gelb hervorgehoben ist, da muss man eigentlich immer drauf achten, habe ich so für Kettenangriff. Gott, Kritschaden hört sich um 9,6. Das sind die Talente, nehme ich an, ne? Reiskuchen. So, sie macht Eisschaden. Sie und sie nicht. Na gut, dann. Ja, hier nehme ich an, musste so Relikt-Sets und so was reinpacken, ne? Wo 6 Stück Ball leck mich ab. Energieregenerationsranöt, wenn Ederschaden durch einen verstärkt speziellen Kettenangriff Ultimativ oder. Keine Ahnung, sie hat irgendwas mit Kettenangriff, keine Ahnung. So, hier, nimm das. Wahrscheinlich alles Müll, aber. Können bei Attackenfiguren auslösen. Angriffskraft, keine Ahnung. So, hab ich irgendwas mit Eis. Die Anwendung eines verstärkten Spezialangriffs, die Stoß auf alle Truppenmitglieder. Ich weiß, hat er noch alle. Nimm das, so. Bisschen besser als. So, warte mal, ich habe jetzt hier, ne? So, dann tun wir schon mal ein paar Sachen hier hochleveln, ne? Wie verstärke ich das hier? Den Stern. Weil die blauen Dinger, die werde ich ja immer wieder bekommen, ne? So, dann geht davon. Dings, ne, die verursachen Schaden, nicht Basisangriffe, Sprintangriffe und Ausweichkante und so weiter. Weil 3 Sterne Sachen, die müssen natürlich die ganze Zeit hier hochleveln, ne? Um den Effekt zu holen, ne? Die haben ja immer die gleichen Werte, ne? Oder? Ja, Kritrate, Und ich habe denen jetzt hier alle 4 Sterne Sachen gegeben. So, und ich habe hier ein einziger gegeben, was nicht hier. So. Wie viele von diesen Dingern habe ich? Da oben. Okay. Ja, am Anfang wird man natürlich noch voll viele von diesen Dingern haben, ne? So. Das ist alles super spannend gerade, was ich hier mache, ne? So, eine Sekunde. Wo ist sie? Hier. Hast du Erfahrungspunkte gerade bekommen? Ne. Das heißt, Erfahrungspunkte kriegt man nur durch Ausrüsten oder Sachen hier von links. Ja, warum habe ich hier jetzt irgendwas? Signalladen. Unlimitiert. So, das ist sozusagen der Sternstaub und so, ne? Also die Sachen, die du hier, da kriegst du einmal im Monat. Wo krieg ich die Dinger her? Durchs Gacha-Spiel, ne? Ich kann mir 3 Stück holen, alles klar. Signalsuche, wie viel habe ich? 5, alles klar. Gut, weitermachen. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Schließe die Aufträge von Meister Chops und Susi ab. Warte mal. Wo ist meine Energie hier? Na, da oben, das. Wofür brauche ich das? Heute noch 8-mal möglich. Damit bekommt man die Ressourcen, nehme ich an, ne? So, was ist hier? Die ultimativen Sammelfiguren. So, Eis und Ether brauche ich dafür. Kein Ding. Warte mal, Ether war. Ja, die beiden, ne? So, versuchen wir nochmal mit den beiden. Mit den dreien. Okay, mein Controller. Ganz ruhig, da war ein Brüllen. Okay.
Okay, okay, okay. Boah. Na, wir sind gleich hier. Okay. So, diesmal kämpfe ich aber gegen was auch am Ende hier wieder auftaucht, ne? Falls hier wieder so ein Ding, so ein starkes Ding auftaucht. Ne, für die Funktion beschleunigte Wiedergabe, das habe ich schon gemerkt. Aber was macht das? Audio und Animation, Munition zu beschleunigen. Achso, das nehme ich mal, wenn man das öfter macht, ne? Rechts, 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 da ist ein Knopf. Okay. So, wo sehe ich die Dinger? Da oben links, ne? Wie komme ich da oben in L3? Ne, ich will da oben. Ich habe doch für jede Mission so eine Mission, oder? Da. Beobachtungsstand 1, 2 und 3, alles klar. Das heißt, wir kloppen uns mal mit dem Ding. Mal sehen, ob da was drauf hat. Dire Wolf oder so hieß das letzte irgendwie. Da stand es ja auch irgendwie so, ja, die sind eigentlich nicht so schwierig. Sie ist schon so ein Eye Candy irgendwie, ne? Kein Wunder, warum sie überall hier auf Promotions war. Ja. Also es gibt eine ganz normale Combo, ne? Es gibt eine ganz normale Combo. Muss ich mal machen, wenn ich irgendwie gar keine Gegner sind, ne? Aber so, es dauert noch ein bisschen, aber bald werden wir schon lernen. Okay, da war jetzt nicht so schwierig. Dafür muss ich jetzt nicht unbedingt eine Abkürzung erschaffen. Da, ich habe Klamotten dafür bekommen, ne? Glaube ich. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Nur so aus. Nur so Spaß. So. Ja. Wenn sie mit der Kamera auf den anderen Ding ist. So. Erstmal machen wir alles platt. Noch Kisten. Oh, Geld. Sehr gut. So, wenn ich vier am Meschen bin, dann mache ich eine Combo, ne? Ich glaube, während des Rennens gibt es auch irgendwie eine Combo. Ich glaube, während des Rennens gibt es auch eine Combo, ne? Ein Angriff. Der war ja eigentlich nicht. Ja, gedrückt halten bringt nichts. Okay. Ist ja eigentlich noch relativ simpel hier, also von den Angriffen, ne? Aber da ist wahrscheinlich etwas Komplexität noch hinter, ne, die ich noch nicht weiß. Ja, halt mich das? Ich glaube, das hat mich gehalten, ne? Oh, was ist das? Ich will da runter. Ich nehme an, da oben, ne? Ja. Yay. Okay. Okay, ein bisschen rätseln muss man ja. Ist er nach rechts gegangen, als ich eingegangen bin? これで分岐スイッチをおしっぱにできるね。これを押していこう。端っこまで押しちゃわないようにね。
Ah, komm mal hier. Oh, oh. Na, bist du. So. Das war. Also den Pokémon. Mit den Steinen, mit den Stärksteinen. Jetzt gehörst du mir. Boah. Ja, die Fastkiste mit dem Meer liegt auf dem Boden. Sehr gut. Die gute Nachricht ist, dass es Inhalt instabil ist. Nimm den Beat-Motor mit. Okay. Ja, von der Waffe bekommen. So. Das sind die Beobachtungsproben, länger, ne? Okay. Kann ich da nicht einfach so lang? Ach, ich komme da nicht mehr zurück, alles klar. Stimmt. Ist hier oben nichts. Warum ist hier noch gar nichts? Muss alles erkunden hier, ne? Man weiß ja nicht. Okay. Ja. Error. Lost signal. Or error. Signal lost. Hey, was geht? Bonk. Oh man. Ah. Also mit dem Kampfsystem bin ich noch. Ich meine, es ist sehr simpel, aber ich nehme an, da kommt noch viel mehr, ne? Ein Honkai Impact habe ich auch einfach nur gebuttonmashed. Kann man eigentlich relativ easy weiter. Hier so ein bisschen auf die Ausrüstung und so achten, aber ansonsten. Doof. Also klar. Sonst habe ich eigentlich immer noch gebuttonmashed und alles ging eigentlich in Ordnung. Bin relativ weit gekommen eigentlich, aber dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Yay! So, jetzt habe ich Stufe 5 erreicht, cool. Ausgezeichnet. Du hast die Aufträge sehr schnell erledigt. Klasse, weißt du, sollst es Susi und Meister Chop gleich sagen. So, ich habe noch keine Energie verbraucht. Wie tue ich Energie verbrauchen? Ist hier aufgetaucht, keine Ahnung. Wir werden erkunden, mach ich auf Screen. So, wie viele Dinge habe ich? Ich kann schwören, ich habe die doch bekommen. Ja, von dieser Mission. So, Internet. So, hier habe ich welche. Ne? Master-Kassetten heißen die, alles klar. Das sind doch die für die Standard-Gacha, ne? Wie heißen die Dinger? Nein, nein. Ich will da oben hin. Hier. Wie heißen die Dinger hier? Verschlüsselte Master-Kassetten, okay. Das sind sozusagen die für die spezielle Gacha, ne? Garantiert nach 90 suchen. Ich nehme an, man ist das ein Augapfel gewesen. Dann nehme ich mal an, man kann auch hier seine Gacha verlieren und dann einen der Standard-Gacha-Charakteren bekommen, ne? Wenn man Pech hat. Oder Glück im Unglück, ne? So wie letztens mit Welt in Honkai Star Rail, ne? Den ich ja haben wollte. Meister Chop. Sorry. Ich muss mir echt einen neuen Namen anlegen. Weißt, du bist da. Komm, setz dich. Den Zusteller geht's gut. Richtig, kurz nachdem du den Auftrag angenommen hast, habe ich einen Anruf von Pegaso Logistics bekommen, dass der Zusteller mit der Hilfe von jemandem aus der Investigationssituation-Assoziation aus der Höhle gebracht worden ist. Als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, ob ich dich dann nicht umsonst in die Höhle geschickt habe. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen.
weiß, auf dich kann man sich wirklich verlassen. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass ich mich mit einem Essen verwöhnen werde, sobald du wieder zurück bist. Glücklicherweise sind die Zutaten, die ich in letzter Minute gekauft habe, geliefert worden. Und auch der Pfarrer ist unverzehrt. Nun kann ich endlich wieder in Ruhe Nudeln zubereiten. So, eine Sekunde, ich gucke gerade mal nach online. Ich habe gedacht, von einem von diesen Geschenkcodes kriegt man irgendwie so eine Kassette. Dann hätte man auch Gacha spielen können. So, ein Kampf Nudeln, um die Bonus-Effekte zu wechseln. Kann Nudeln laden und Kampfmenü. Okay. Angriffskraft plus 30. Irgendwie habe ich nur das. Oh. 1800, ja, meinetwegen. Was hat der Monster an Tag? So hört sich gut an die Modernisierungssammlungsrate. Okay. Okay. So, nun geh und sag Susi Bescheid. Kann ich machen, wenn du das von mir willst. Weiß, hat sich alles geklärt? Du kannst gerne deinem Chef Bescheid geben. Super, ich gehe gleich zum Chef und sage ihm, warte noch kurz. Sie stimmt fröhlich in den Gadget-Shop und kommt einige Augenblicke später glücklich wieder raus. Der Chef ist für deine Hilfe sehr dankbar. Er hat mich gebeten, dir seinen Dank persönlich weiterzugeben. Also dann. Fantastisch, ich wusste, auf dich verlässt. Das neue Spielzeug wird schon bald im Regal stehen. Das gilt auch für die Zukunft. Egal, ob du neue, leistungsstarke Spielzeuge oder alte auseinandernehmen und recyceln willst. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Dein Imitieren ist wirklich unheimlich gut. Das ist noch nicht alles. Du kannst gern jederzeit in den Laden kommen. Der gute Mann hier wird dich herumführen. Übrigens, ich wollte heimlich fragen, habt ihr den vom Chef geschmähten W-Motor an das hübsche kleine Fräulein zum Kämpfen weitergegeben? Ist die Sache aufgeflogen? Oh, entschuldige, es ging nicht um Kämpfen, sondern um das Duellieren mit anderen Sammlern, richtig? Und hat sie gewonnen? Klar, gewonnen und alles abgeräumt. Natürlich, ich wusste es. Der Chef hat sogar bei den Modifikationen geöffnet, dass wir es. Also wird es das beste Spielzeug aller Zeiten sein. Ha, unsere Spielzeuge werden nicht verlieren. Interessierst du dich für neue Produkte, weißt? Möchtest du in den Laden kommen, dir anschauen und als erster wählen? Es ist schön, sich umzusehen, ohne zu kaufen. Ich warte im Laden auf dich, also komm unbedingt vorbei. Gadget Shop Box Galaxy. Um W-Motoren zu kaufen. Okay. Aber nur 3 Sterne, ne? Oder noch weniger wahrscheinlich, ne? Wow. Kann man einfach hier holen? Na, 4 Sterne kann man sogar. Was ist der Haken? Ja, ganz schön viele hier. Ach, die muss man sich herstellen. Ja, ja, da muss man Material. Ich wollte schon sagen, das wäre irgendwie zu schön gewesen, ne? Wenn man hier einfach hier, ich kann mir einen aussuchen, aber. Aber die kriegt man doch hier durch Gacha und so was alles, ne? Von daher, warum? Oh, antworte, wenn du diese private Nachricht erhältst. Okay. Das war aber eine schnelle Antwort. Wahrscheinlich hast du die Nachricht schon gelernt, Nachbarn schon kennengelernt. Ich wäre fast rausgelaufen, um mich zu suchen, aber dann fiel mir ein, dass man sich auch privat nachschicken kann. Soll ich etwas mit nach Hause bringen? Nein, schon gut. Nicole hat sich gerade gemeldet. Sie wird bald hier in der Videothek sein. Okay. Schau wieder vorbei, wenn du fertig bist. Das wird schon, da wir schon dabei sind. Es gibt noch einiges auf unserem neuen Konto zu tun. Vergiss nicht, einen neuen Blick darauf zu werfen, wenn du Zeit hast. Compendium freigeschaltet. Okay. Oh, das sind Dailies. Geht zum Waterfall Soup und isst einmal Nudeln, schließt Erkundungsauftrag und Kampfauftrag ab. So, ja, ich weiß, das sind Dailies. Das sind meine Dailies, die ich jeden Tag machen muss, um Belohnungen zu bekommen. Schließt der Hauptauftrag Proxy und Hase ab. Stufe einen W-Motor auf Stufe 10 hoch.
Schon einen Agenten auf Stufe 10 hoch. Das sind aber nicht. Naja, das sind gar nicht hier. Das sind hier so Dinger, die du machen musst, um ihr. Ja, Level 6. Ich weiß nicht, hier voranzuschreiten oder so. Sprich mit Bell die nächsten Schritte. Alles klar. Ich will auch wissen, wie man seine Energie hier verschwenden kann. Also verbrauchen kann. Damit ich hier Feierabend machen kann. Ne? Weil ich will nicht die ganze Zeit auf Maximum Dings hier drauf sitzen. Ne? Das ist ja Verschwendung bei Gacha-Spielen. Weiß, Nicole sagt, sie habe eine Spur zum Tresor auf im Weg hier. Ich gehe davon aus, dass dieser Auftrag kein Zuckerschlecken ist. Ich habe einige Informationen gesammelt und sie auf dem Tablett auf dem Werkband abgelegt. Bei Bedarf kannst du sie dir einsehen. Ja, aber wenn du weit bist, geh zum Parkplatz und warte dort auf Nicole. So, kann ich irgendwo Dingens hier verballern? Gibt es ja noch mehr von diesen Dingern? Ein Teil zum Auftrag. Höhenaktivität. Kann ich das nicht immer wieder machen? Was hat da oben? Agenteninformation. Hase mit vielen Höhen. Na, wo sehe ich denn, wofür ich hier Dings verbrauche? Ah, da sind die einzelnen Missionen, die man hat. Es gibt 6 von 54 Hauptstory-Missionen anscheinend. So. Ich habe gerade ein Level hier bekommen in mein Internet. Das heißt. Na, ich habe keine Kassette bekommen. Nein. Na, alle einsammeln. So. Leben. Ich will doch nur leben, Mann. Habe ich wieder. Nein, fehlt mir. Na. Okay. Dann treffen wir uns noch mal mit den Leuten. Ne? Die werden mich auch wohl warnen, wenn wir vor wir in eine neue Mission reinspringen oder so, ne? Special Event. これでこの前頼んでたやつはどうなったの?メモリディスクの修復のこと?え?バッチリ。それにニコの勘も当たってた。中にはキンコの暗証。そのコールデザインにベル。ミネ。ミスフォルプッチ。了解。 諸君、こちらにある新エリートの地図を見てくれたまえ。我々の行動計画はクリティホローに入り、上級エーテリアス、デュラハンを倒して金庫を手に入れることである。それでおしまい?そうよ。それが何か?じゃあ、新エリートの地図を用意した意味は? ニコは協力者になめられないよ。また余計なこと言って。リー、なんでちゃんと見張ってないのよ。俺のせいじゃねえって。アンビが準備したプロのミーティングがこんなんだとは思わなかったんだよ。あ、だから集合前に探偵映画のミーティングシーンを見てたのか。 Leute, wir können euch hören. あの、全部聞こえてるんですけど。こはん。とにかくアンビーが説明したように計画は至ってシンプルよ。金庫を探して取り戻す。外からじゃホロー内の状況をリアルタイムで確認することはできないから、中での支援とガイドは任せたわ。オッケー。 Proxy und Hase. Handlungsauftrag, okay. Ich weiß immer nicht, ob ich gerade eine Belohnung bekomme oder ob das die Belohnung für den nächsten Auftrag sind. So. Da muss man jetzt zum Hauptauftrag, ne? Und dann geht es dann ja weiter in der Story, ne?
Was hier wieder Beschaffung des Ressorts. Was mich aber immer noch verwirrt ist, wie man seine Dings hier seine Energie verballert. Hiermit. So, ich wollte eigentlich nicht da rein. Ich wollte nur gucken. Oh, Leute. Ich wollte mal gucken, ob da irgendwie jetzt an steht irgendwie so, ah, du hast jetzt so viele Dings verbraucht. Nein, nein. Ich will wieder raus, abbrechen. So. So. Ich habe nicht verloren, ich habe abgebaut, weil ich hasse jetzt, wenn die ja den Genshin auch machen, ne? Hier geht aus dem Auftrag raus, so oh, versagt. Also, nein, habe ich nicht, ich bin rausgegangen. Na, wo ist das hier? Batterieladung. Das ist ja die Energie, die ich hier für Gacha brauche, ne? Für was weiß ich nicht. So, warte mal, wenn ich hier alles erledige, dann kriege ich hier noch eine Kassette, dann kann ich noch mal. Nee, kann ich nicht, weil mir fehlt immer noch das hier. Und so Alltag und Training und so was kann ich nicht hier. Ja, jetzt muss noch ein bisschen weitermachen mit alles freizuschalten, nehme ich an. Ne? Gut, dann sage ich, ich mache hier Feierabend für diesen Part. Vielleicht geht es gleich noch ein bisschen weiter. Aber ich gucke jetzt erstmal hier, ob ich hier, weil ich Charaktere hochleveln kann und so. Weil ich nicht alles machen kann, ne? Um mich vorzubereiten. Und dann sehen wir, wie das beim nächsten Mal weitergeht, ne? Gut, alles klar, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.